Mein Name ist Sigma Plus und ich habe ein Problem. Immer wenn ich zu viel esse, nehme ich zu. Mein Sohn ist einfach nur faul. Stopft alles in sich rein. Also angefangen hat alles in meiner Kindheit. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll den Teller leer essen. Vorher durfte ich nie aufstehen. Und das Problem war nur, dass meine Mutter immer viel zu viel Essen eingekauft hat. Und irgendwann musste ich ja essen. Somit blieb das dann an mir hängen. Aufgrund des vielen Essens wurde Sigma immer dicker und niemand wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. Seine Freunde zogen sich zurück und die Mutter blieb sein einzig sozialer Kontakt. Ich habe auch schon viele Freunde verloren, weil die wollten halt Sport machen, aber ich konnte halt nicht. Ich war einfach immer viel zu langsam, wenn die Fußball spielen wollten oder sowas. Und so wurden die halt immer dünner und ich wurde einfach immer und immer dicker. Ja, das ist, weil du keinen Sport machst, einfach nur faul bist. Die Mutter sieht die Schuld allein bei Sigma. Für eine bessere Einschätzung seines Zustandes suchte er einen Arzt auf. Die Ergebnisse waren überraschend. Also, ich war gerade beim Arzt. Der ist im dritten Stock und ich habe ihn dann gefragt, warum ich denn so wenig Ausdauer habe. Aber darauf meinte er, ich sei gar nicht fett. Ich habe einfach nur Asthma. Das ist, weil du keinen Sport machst, weil du faul bist. Wir haben uns überlegt, wie wir dir helfen können. Und zwar machst du jetzt eine spezielle Diät, du wirst gar nichts mehr essen. Das ist ja total genial. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das löst ja all meine Probleme. An diesem Tag sahen wir Sigma zum letzten Mal, da wir vergaßen, ihm einen Zeitraum für seine Diät festzulegen. Schade, dass die Sendung ihm nicht helfen konnte. Hier geht es zu seinem Kanal und dort zu weiteren Menschen, denen wir nicht helfen konnten. Immer öfter trauen sich Menschen, öffentlich über ihre Krankheit zu reden. Traust du dich auch? Schreib uns und triff uns in Köln. Schade.